Hallo liebe Funkfreunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen FL Digi Tutorial. Heute soll es mal um Makros gehen und das erste, was wir hier benötigen, ist eine leere Makrodatei. Und wir wechseln dazu in den Datei-Explorer. Hier habe ich über Lesezeichen einen Link auf FL Digi auf den Ordner gelegt für Windows. Ihr nehmt dann den Windows Explorer. Da hatte ich empfohlen, im Windows Explorer mal eine Bibliothek anzulegen und die man dann FLDigi nennt und da die ganzen Ordner zu implementieren. Vielleicht zeige ich das auch mal noch in einem der Videos. Zumindest müsst ihr hier in diesen FLDigi-Ordner wechseln und hier dann weiter in den Ordner Makros. Wir sehen jetzt hier die makros.mdf, das ist die Standarddatei, die geladen wird. Hier mal kurz gezeigt. Der Inhalt, so sieht das Ding aus, ist im Prinzip nichts weiter als eine Textdatei. Hier könnte man jetzt auch theoretisch die ganzen Makros von Hand ändern, wenn man denn die einzelnen Makrotext kennen würde. So, wir brauchen hier eine leere Datei, leeres Dokument erstellen und ich nenne die jetzt mal hier nach meinem Rufzeichen unterstrich p.mdf. Damit haben wir erstmal eine leere Makrodatei. Da ist jetzt noch nichts drin. Die Windows-Fraktion muss hier ein bisschen aufpassen. Windows hat meistens in den Standardeinstellungen die Dateiendungen ausgeblendet. Das bitte in den Ordneroptionen erstmal sichtbar machen und dann die meistens wird dann mit neuer Datei erstellen eine .txt-Datei erzeugt, die dann entsprechend umbenennen, das .txt weg und .mdf hinzufügen. Wahrscheinlich wird dann auch eine Fehlermeldung erscheinen, die dann einfach bestätigen, sodass diese Datei hier entsteht oder erzeugt wird im Windows. Linux macht das ein bisschen einfacher. Hier ist die Dateinamenskonvention schon von vornherein freigeschaltet. So, damit sind wir hier soweit erstmal durch. Dann gehen wir hier rüber ins Internet, starten hier unser FLDigi und wir sehen, hier oben wurde die Makros.mdf geladen und wir sehen hier unten schon diese Standardmakros, die mitgeliefert wurden. Wir müssen jetzt als nächstes hier über den Reiter Datei Makros öffnen, unsere selbst erzeugte leere MDF-Datei mit 0 Bytes hier öffnen. Wir machen das hier mit Doppelklick oder mit Anklicken und auf OK gehen. Wir sehen, es hat sich jetzt noch nichts geändert hier an der ganzen Geschichte. Und wenn wir jetzt hier oben auf Speichern gehen würden, würde das hier alles in unsere MDF-Datei, in unsere neu erzeugte, zurückgespeichert werden. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb müssen wir jetzt hier einfach mal die Übungskünstlichkeit anwenden. Wir gehen auf Beenden und starten einfach das Programm nochmal neu, dass jetzt hier bei der Erstinstallation quasi diese leere Datei eingelesen wird. Wir sehen es jetzt hier oben, wo mein Mauszeiger sich bewegt. Wir haben jetzt diese leere MDF-Datei und wir sehen jetzt hier unten nichts weiter als F1 bis F12 und darüber F13 bis F24. Damit wird jetzt diese leere Makrodatei auch einmal fest haben. Tun wir sie jetzt einmal mal speichern. Ich gehe jetzt hier drauf, ich speichere sie. Er fragt dann artig, ob er sie ersetzen soll. Jawohl, machen wir. Und ich kann euch jetzt hier auch nochmal im Ordner FLDigi Makros zeigen. Wir sehen jetzt, hier hat sich auch dieses Dateisymbol geändert. Und wir haben jetzt hier 1,8 Kilobyte Text. Und wenn ich das mal mit der Textdatei öffne oder mit der Texteditor öffne, sehen wir jetzt also hier eine leere Datei. Hier sind keine Makrotext vorhanden. Wenn wir weiter über das Erstellen von Makros sprechen, müssen wir hier nochmal in die Konfiguration reinschauen. Und zwar hier unter GUI für die grafische Oberfläche. Und da haben wir hier GUI allgemein. Hier sollte der Haken bei Transmit Lowercase Text abgewählt sein, sonst werden unsere ganzen Makros und überhaupt jeder Text, den wir senden wollen, grundsätzlich in kleinen Buchstaben gesendet. Das ist zwar ganz gut, weil zum Beispiel BPSK hat ja ein variables Alphabet, das heißt für Buchstaben, die häufig kommen und für kleine Buchstaben werden weniger Bits übertragen, für Großbuchstaben und Buchstaben, die halt seltener im Alphabet vorkommen von der Häufigkeit, werden dann längere Bit-Varianten genutzt. Und das macht natürlich dann eine
Übertragung relativ effizient, wenn ich alles in kleinen Buchstaben übertrage. Im Prinzip so wie beim CW. Dann habe ich ja auch die Buchstaben, die häufig vorkommen, die haben also nur einen Punkt oder Strich. Die selten vorkommen, wie die Sonderzeichen und die Zahlen haben dann eben fünf oder vier, fünf oder mehr Zeichen, Punkte oder Striche. Im Prinzip genau das Gleiche verbirgt sich hier dahinter. Den mal rausnehmen, weil ich habe zwar hier, wenn ich alles in kleinen Buchstaben übertrage, eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit oder einen höheren Durchsatz pro Zeiteinheit, aber Nachteil ist, es wird halt relativ unlesbar und ihr seht schon hier oben in meinem RX-Fenster läuft jetzt hier aufgrund der ausgeschalteten Squelch diese quasi aus dem Rauschen heraus Detektion von irgendwelchen Zeichen. Und wenn ich jetzt alles in kleinen Zeichen übertragen werde, ihr seht hier mit Masse sind das also kleine Buchstaben, hat das den Hintergrund, dass ich hier eventuell in diesem Rauschzeug dann untergehe bei meiner Gegenstation. So, das wäre der erste Ding, was wir prüfen sollten. Es empfiehlt sich wirklich hier mit Groß- und Kleinbuchstaben ein bisschen zu spielen. Das kommt schon an das Optimum relativ gut ran und für die Gegenstation wird es auch besser lesbar. Und wichtig hier bei Makros, wir sollten das To-Scheme voreinstellen. Das heißt, wir haben hier zwei Zeilen und ganz wichtig, der Haken bei Mausrad aktiv bei Makros sollte gesetzt sein. Dann speichern, schließen und das Mausrad hat hier folgenden Vorteil. Ich kann jetzt hier die untere Makrozeile 1 bis 12 und wir sehen es hier auch, F-Tasten sind damit gemeint, das sind auch die F-Tasten auf der Tastatur, ist hier fest und ich kann aber, wenn ich jetzt hier oben mit dem Mauszeiger auf die obere Menüleiste gehe oder Makroleiste, kann ich hier, wenn ich am Mausrad drehe, ihr seht es sicherlich jetzt hier im Video, durch meine anderen drei Makroreihen hindurch wechseln und ich kann also insgesamt 48 Makros pro Makrodatei pro MDF-Datei hier festlegen. Ich erreiche das alternativ auch hier über das Klicken hier hinten auf diesen Button. Allerdings ist das natürlich etwas umständlich, wenn ich jetzt hier schnell mal was in meiner zweiten oder dritten Menüzeile anklicken möchte, müsste ich jetzt jedes Mal erst hier hinterhändisch klicken und dann wieder nach vorne fahren, um hier vielleicht etwas auszuwählen. So habe ich das über diese Mausrad-Aktion natürlich deutlich schneller erreicht. So, ich habe mir angewöhnt, hier unten in der, wir reden jetzt erstmal von der Zeile 1, ich habe mir angewöhnt, hier von im Prinzip so wie man liest und schreibt, von links nach rechts zu arbeiten. Und das heißt, ich arbeite hier von links nach rechts. Das heißt, wie fange ich mit dem QSO an? Das ist in der Regel ein CQ-Ruf. Davon richte ich mir in der Regel zwei ein, einen langen und einen kurzen CQ-Ruf. Das sind hier F1, F2. Dann kann es mal sein, dass ich irgendeine Station zwar höre, aber das Rufzeichen nicht richtig dekodiert bekomme. Dann habe ich hier also ein QRZ. Das mache ich mir meistens hier auf die F3 und auf F4 dann der Anruf. Das heißt, wenn ich nicht CQ rufe, sondern eine CQ rufende Station hier im Wasserfall sehe oder hier im Signalbrowser sehe, dass ich diese dann entsprechend anrufen kann. Das sind so meine ersten vier. Die nächste Gruppe ist dann hier das QSO an sich selbst. Das heißt, mein QSO, die Daten wie Name, Rapport, QTH etc. hier auf die F5 gelegt. Dann auf der F6 das der zweite Teil des QSO, wo ich mich wieder verabschiede. Also das heißt hier nochmal Danke für das QSO und so weiter und so weiter. Eventuell hier noch irgendwelche Mitgliedschaften, DOK oder sowas. Beziehungsweise dann auch das 73 natürlich und auch hier automatisiert das Speichern. Dann habe ich mir hier in der Regel auf F7, F8 habe ich mir hier so etwas reingelegt wie ein, wenn es ein längerfristiges oder ein QSO ist, was etwas ausführlicher wird, hier nochmal eine etwas detailliertere Stationsbeschreibung. Und hier nochmal den Wetterbericht. Das zeige ich euch noch, wie man sich einen Wetterbericht hier auch übers Internet direkt rausziehen kann und diese Daten dann als Wetterbericht auch über FLDG aussenden kann.
Dann habe ich mir weiterhin hier auf F9 und auf F10 Kurz-QSOs gelegt. Und zwar Kurz-QSOs, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Station haben, eine DX-Station, eine seltene DX-Station oder zum Beispiel eine Sonderstation. Die wollen ja hier nicht irgendein ellenlanges QSO haben, sondern das läuft dann so ab, dass ich hier mit F4 die Station anrufe. Der antwortet mir und ich kann dann hier kurz über F9 zurück, also dann 599 den Namen 73 QSL und damit ist das QSO dann auch schon wieder beendet und er kann als mit seiner Sonderstation oder mit seiner DX-Station dann schnell weiterarbeiten, ohne wir sich jetzt da irgendwo ellenlanges QSO anhören zu müssen. Ja, interessiert dann in so einer Situation eh keinen. F10, 11 und 12 habe ich mir dann vorbehalten für Dinge wie Ein- und Ausschalten des Senders, also das heißt, wenn ich hier tunen möchte, meinen Transceiver tunen möchte, das zeige ich euch dann, was sich dahinter verbirgt, lege ich mir das auf die F10 und mit F12 und F11 ist dann hier einfach das Ein- und Ausschalten des Transceivers möglich, beziehungsweise des Senders. Einfach händisch, um auch hier über diese Tasten abzubrechen. Abbrechen eines Sendens, wenn doch mal was schief geht, geht natürlich auch hier mit der Escape-Taste. So, also fangen wir mal an, hier unseren CQ-Ruf zu erstellen. Wie kommen wir jetzt hier in unseren Makro-Editor? Einfach einen Rechtsklick auf die ganze Geschichte drauf machen. Wer hier auch drauf fährt, ich schließe es nochmal. Wer hier also den Mauszeiger drauf fährt, sollte auch sehen, na, sollte auch hier im Taser-Text sehen, dass dann, ja, jetzt kommt es, dauert manchmal ein bisschen länger, dass also mit einem Linksklick das Makro ausgeführt wird und mit Rechtsklick wird editiert. Ja, oder beziehungsweise mit dem Funktionskey F1, 2, 3 dann auch ein Execute ausgeführt wird. So, also Rechtsklick, wir sind hier im Editor und wir sehen also einen leeres Feld und unser Makro-Editor, der besteht hier im Prinzip oder im Wesentlichen aus vier Teilen. Wir haben einfach mal hier den Makro-Text an sich, dann haben wir hier unten die Beschriftung des Buttons, hier jetzt gesetzt mit F1, dann haben wir jetzt hier am rechten Teil die gesamten Makro-Text, die hier möglich sind, die genutzt werden können und hier oben den grünen Pfeil, das heißt, wenn ich jetzt hier ein Makro-Tag anwähle, klicke ich den mit dem Pfeil hier rüber und er wird hier drüben in dieser Seite gesetzt. So, was wollen wir als erstes machen? Als erstes wollen wir eine RS-ID aussenden und zwar RS-ID hat den Vorteil beim CQ-Ruf, meine gegenüberliegende Station, mit der ich eventuell arbeiten möchte, hat ja nicht meine Einstellungen. Und es gibt ja die RS-IDs, die dafür sorgen, dass meine Gegenstation mit der entsprechenden Software erkennen kann, welchen Mode ich jetzt hier gerade fahre. Ist das jetzt BPSK63 oder ist es QPSK63 oder ist es gerade bei diesen Modes wie Olivia oder Contestia, gibt es ja unwahrscheinlich viele Submodes und so weiter. Die kann ich also mit dieser RS-ID direkt übertragen und meine Gegenstation erkennt dann sofort den Mode und kann entsprechend diesen Mode dann automatisiert übernehmen oder händisch einstellen und mir antworten. Ansonsten müsste ich hier jedes Mal die gesamte Geschichte dann durchprobieren, um den richtigen Mode herauszufinden. So, jetzt muss ich hier mal die ganze Geschichte finden, wo wir das haben, diesen Mode, wo sind wir hier? Sollte sich hier im Bereich TX und RX befinden. Irgendwo, wer sucht, der findet. Wo haben wir es denn? Aha, hier. TXRSID, hier sind wir. So, also hier haben wir TXRSID und die wollen wir also übertragen. Das ist unser Beginn. Und wir wollen natürlich hier nicht toggeln, sondern die soll natürlich hier auf On gehen, also auf eingeschaltet werden. Als nächstes wollen wir unseren, also hier mit Senden, unseren
Sender einschalten. Wir wollen ja das automatisch machen und nicht von Hand. Und wir beginnen jetzt mit unserem CQ-Ruf. Jetzt kann ich das hier reinschreiben. Ich schreibe das hier mal groß rein. Wir bedenken bitte an dieser Stelle, dass Großbuchstaben länger übertragen werden. DE. Und jetzt brauchen wir das Rufzeichen. Das könnten wir jetzt theoretisch händisch eintragen. Aber wir haben natürlich hier auch die Funktion MyCall und die setze ich jetzt hier hin. Jetzt handelt sich, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich hatte ja gesagt, das soll hier für portabel ein Makro werden. Das heißt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das hier einsetzen möchte. Wenn ich in der Konfiguration unter Benutzer jetzt mein Rufzeichen mit /p eintrage, hier fest in der Konfiguration, reicht das jetzt hier den Tag MyCall zu nutzen. Hat allerdings den Nachteil, wenn ich jetzt mit meinem Rechner hier wieder an der Heimstation bin, muss ich in der Konfiguration das /p natürlich wieder wegnehmen. Um mir das zu ersparen, möchte ich hier jetzt, wie gesagt, einmal ein Makro haben mit für Portable, was ich dann öffne, und ein weiteres Makro mit Home. Und ich lasse dann aber als zweite Möglichkeit hier in der Konfiguration das Rufzeichen ohne /p und setze es jetzt hier in meinem Portable-Makro händisch dahinter. Ja, so spare ich mir also jedes Mal das Umstellen des Rufzeichens. Ich zeige es hier nochmal in der Konfiguration, dass es hier nicht verwirrt. Ich mache nochmal hier zu. Also hier unter Benutzer. Wie gesagt, wer jetzt hier /p einträgt, braucht natürlich dann im Makro nur MyCall nutzen, muss aber dann, wenn er wieder an der Home-Station ist, das /p hier jedes Mal wieder wegmachen und speichern. Die Alternative ist, man macht sich hier zwei Makros und nennt das eine dann eben dj9zzz-p für portabel. Da muss ich natürlich dann das /p von Hand hinter eintragen und macht sich ein zweites mit Home, wo es dann einfach weglässt. So, ich speichere jetzt hier mal. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und wir brechen hier mal ab. Wir sind ja hier noch drin. Ich öffne hier den Editor nochmal und wir sind also hier in MyCall. So, das Ganze geben wir natürlich zweimal. Wir wollen ja hier ein bisschen auch auf uns aufmerksam machen, also /p. Jetzt kann ich verschiebe das hier mal in der Seite, also so zweimal, das reicht in der Regel zu. Und ich kann jetzt hier nochmal mit Enter eine neue Zeile eröffnen. Und hier mache ich das Ganze nochmal klein, wir hatten ja gesagt, mit unserem kleinen Buchstaben sind wir etwas schneller in der Übertragung. Und ich wiederhole das Ganze nochmal, indem ich jetzt hier einfach das nochmal runterkopiere. Das geht auch mit Steuerung C, Steuerung V, kann ich das hier runterkopieren. Und mache dann hier hinten ein PSE kommen. Und anschließend ist natürlich wieder die Umschaltung auf Empfang nötig. Das heißt, wir gehen hier mit RX wieder mit dem Tag RX auf Empfangen. Und was wir natürlich auch machen, ist, wir schalten unsere TXRS-ID wieder aus. Das heißt, wir setzen sie jetzt hier auf Off. Warum auf Off? Einfach aus dem Grund, wenn mich jetzt eine Station anruft und ich kann die dekodieren, dann hat er ja den richtigen Mode eingestellt und ich muss den jetzt nicht im weiteren QSO jedes Mal nochmal diese RSID übertragen. Wozu? Er hat mich ja schon im richtigen Mode erkannt und kann jetzt mit mir arbeiten. Also bitte diese RSIDs nur übertragen, wenn es nötig ist, und nötig ist es im Prinzip nur beim CQ-Ruf. Wenn der andere mich gefunden hat, weiß er ja, in welchem Mode ich arbeite. So, damit wäre eigentlich jetzt hier schon unser Makro fertig. Allerdings beim CQ-Makro noch nicht ganz. Ich trage das hier unten nochmal ein. CQ lang. Lang. Und hier hinten schreibe ich mir immer die Funktionstaste dazu, also F1. Das liegt jetzt hier auf unserer F1-Funktionstaste. Als nächstes starten wir einfach mal dieses Makro. Ich klicke hier mal links drauf
Und wir sehen jetzt, hier wird es übertragen. Und wir sehen hier oben rechts im Bild einen Editor, einen Timer, Entschuldigung, einen Timer, der jetzt hier gelaufen ist. Und wir haben hier einen Timer gerade gesehen von 12 Sekunden. Damit wir jetzt automatisch den nächsten CQ-Ruf ausführen können, das heißt, jetzt, wenn jetzt hier keine Station antwortet, müsste ich ja wieder meine Taste F1 drücken, um den CQ-Ruf zu starten. Hat natürlich den Nachteil, dass ich das jetzt hier immer wieder machen müsste und irgendwann tut mir der Finger weh, muss ich hier noch einen Timer einsetzen. Und um jetzt einen Sendeempfangszyklus von 50%, was ja auch eigentlich relativ sinnvoll ist, einzustellen, hatte ich hier oben jetzt gerade, wie gesagt, auf diesen Timer verwiesen und der war hier bei 12 Sekunden stehen geblieben. Und diese 12 Sekunden muss ich mir jetzt als Timer hier im Makro einsetzen. Und dazu gehen wir hier wieder drauf und wir suchen uns hier den Tag Timer Doppelpunkt NN und wir setzen den hier als letztes dahinter, also als letzte Einstellung und tragen jetzt hier für dieses NN die 12 ein für 12 Sekunden. Wenn wir jetzt das auf Anwenden gehen und hier schließen, kann ich das also mal starten und wir sehen jetzt, unser CQ-Ruf wird also übertragen, einmal in Großbuchstaben, einmal in Kleinbuchstaben und hier oben nach 12 Sekunden bricht der Timer, Sendetimer ab und wir sehen jetzt hier ein gelbes Fenster hier oben rechts, wo der Timer langsam herunterläuft und wenn er die 0 erreicht hat, würde das übertragen. So, er hat jetzt schon wieder angefangen. Ich habe jetzt hier die Übertragung mal mit Escape abgebrochen. Das habt ihr jetzt gesehen. Also hätte ich jetzt nicht auf Escape gedrückt, wäre jetzt der nächste CQ-Ruf nach 12 Sekunden rausgegangen. Und damit habe ich also automatisch einen Dati Cycle von 50%. Die Pausen zwischen diese Timer-Pausen bitte nicht zu kurz machen. Man sollte auch der gegenüberliegenden Station natürlich die Zeit einräumen zu antworten. Und das kann doch bei dem einen gerade älteren OM doch mal etwas länger dauern. Und deshalb diese Zeiten bitte nicht zu kurz machen. Im Contest sieht die Sache wieder anders aus, aber ich denke so 10 Sekunden plus auf alle Fälle und wir haben jetzt hier mit 12 Sekunden, denke ich, eine relativ gute Zeit erwischt. Dieses CQ Groß einmal hier, wie ich es auch im Makro eingestellt habe, hat einen Vorteil. Ich schalte hier mal die Squelch ein, dass hier nicht ständig dieser Quatsch mitläuft. Hat einen Vorteil, ich kann hier unten in meinem Signalbrowser einen Suchcode eintragen. Standardmäßig ist das jetzt hier CQ. Und hier im Signalbrowser hätten wir jetzt PSK-Signale, würden also CQ-Rufe in einer anderen Farbe dargestellt und ich könnte dann hier direkt draufklicken und mir die Frequenz sauber einstellen. Ich kann natürlich hier auch nach was anderem suchen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nach meinem eigenen Rufzeichen suchen. Ja, oder ich kann hier zum Beispiel, was ja gerne mal gemacht wird bei irgendwelchen Sonderstationen, für Eventstationen, für Olympiade oder sowas, kann ich natürlich jetzt sagen, okay, ich habe jetzt irgendeine Sonderstation hier noch nicht gearbeitet und ich möchte die hier einfach, was weiß ich, automatisch suchen lassen, dann brauche ich hier also nur meinen Signalbrowser beobachten, trage hier unten das Rufzeichen ein und wenn jetzt hier in dem Fall mal beispielhaft die Sonderstation DM100ZM auftauchen würde, würde die dann im Signalbrowser farblich dargestellt. Standardmäßig ist CQ und Groß- und Kleinschreibung hier CQ in Groß. Das ist die Standardeinstellung von FLDigi und deswegen machen wir das hier auch in unserem CQ-Ruf in der ersten Zeile einmal groß. Das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Erste Schritte im Makro. Im nächsten Video geht es dann weiter mit unseren Makros. Da gibt es eine ganze Menge dazu zu erzählen. Das aber jetzt erstmal das Grundmakro. Soweit, so gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Makro erstellen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer DJ9ZZZ.